Also wäre ja doof, wenn wir jetzt auf das Video von Vic reacten. Ja, wenn wir halt das Originalvideo gucken können, weil er reactet ja, wie gesagt, einfach nur drauf. Hab mich schon gewundert, als ob er jetzt da so ein krasses Real-Life-Video reinhaut, wenn da sonst nur Reactions wären. Das wäre, also nicht nur Reactions, aber auch Gameplay-Videos, würde, wäre irgendwie sehr komisch. Bin ich mal gespannt jetzt. Muss er natürlich abliefern, ne? Okay, es könnte schon mal 1 zu 1 wirklich von denen sein. Hä? Isabel? Wo bist du? Oh nein, nicht schon wieder. Ich hoffe, ich erreiche sie noch. Seit einiger Zeit ist die Freundin von Mirko, Isabel, dem Schlafwandeln unterlegen. Und es kommt des Öfteren auch vor, dass sie mitten in der Nacht das Haus verlässt und an anderen Orten sich wiederfindet. Verdammt, sie geht nicht ran. Oh, wo könnte sie nur sein? Ich muss sie finden, bevor ihr irgendwas passiert. Digga, wer trägt so eine komische Umhängetasche, Mann? Verdammt, wo könnte sie nur sein? Moment, Isabel! 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 Ey, was machst du denn hier? Bist du wieder danke, geschlafen? Danke, Scare410 fürs Subscribe. Dankeschön. Ganz klar dem Phänomen des Schlafwandels. Also sehr nach Hudson aus. Das bedeutet, dass man im Schlaf wandelt. Schlafwanderer, die dazu neigen, das Haus auch im Schlaf zu verlassen, sind in der Gefahrenstufe 5 schon eingetragen und sollten deswegen bestimmten Medikamenten unterliegen. Wo bin ich hier? Du bist im Park. Wie bin ich denn hier hingekommen? Du bist wieder geschlafwandelt, glaube ich. Komm, steh auf. Aber, steh auf. Aber wie hast du Guck mich dich doch gefunden? An. Ja, ich hab dich gesucht. Du bist nicht ans Handy gegangen. Isabel, geht's dir gut? Ja, ich weiß nicht, wie ich hier hingekommen bin. Komm, wir gehen erstmal nach Hause. Und wie lange habe ich denn hier gelegen? Ja, wir gehen erstmal nach Hause und dann klären wir das. Ja? Naja, danke Maximilian G für den Sub, auch schon 2 Monate am Start. Dankeschön. Also ich muss bisher sagen, dass ich das ja eher unlustig finde irgendwie. Ich weiß nicht so, die. Ich weiß schon, worauf er hinaus will, die Schlafwandel gar nicht, sondern will wahrscheinlich abhauen oder so, aber es ist halt, also ich finde es halt bisher überhaupt nicht lustig so. Ich weiß nicht, ihr könnt es gerne, wenn ihr das anders seht, schreibt es gerne in die Kommentare. Ihr könnt es auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr es genauso seht, ne? Aber weiß nicht, irgendwie haut mich das bisher noch nicht so aus den Socken. Ja, ich bin gleich da. Nee, der hat überhaupt nichts gecheckt. Der denkt, ich schlafwandle jetzt echt. Ja, ich bin dann jetzt gleich da. Ich klingel daneben. Und 3x5 Subs sind, glaube ich, cooler. Mann, ich mache mir echt Sorgen um Isabel. Das ist jetzt schon das nächste Mal. Das ist schon das fünfte Mal, dass sie nachts weggelaufen Dankeschön, ist. Dankeschön, Disikos, für den Resub auch schon 5 Ich mache mir echt Sorgen um sie. Dankeschön. Im Park ist sie auch nicht. Ah, vielleicht weiß Ben, wo sie ist. Ich rufe ihn gleich mal an. Danke, ohne 1654 für den Resub mal 3. Ich wohne in der Benzstraße 27, cool, Bruder. Und danke, Wolfi, dass du 5 Subs verschenkt hast. Ich wohne in der Benzstraße 27. Dankeschön, also Props gehen raus an Chris Lecker, Daniel 1345, Simpyman, Vanhavi und Thunderman 272. Ihr habt Subs geschenkt bekommen. Also ich finde erstmal irgendwie das Video an sich unlustig, so nichts gegen Nickbeat so. Ich finde, der ist eigentlich an sich sehr sympathisch so, aber das Video holt mich einfach nicht ab. Und danke an Wertschirm mehr sein für den Sub. Aber auch die Kamera ist echt schlecht, oder? Wenn du mal so guckst, es ist hier mega unscharf, obwohl irgendwas hier sollte ja im Vordergrund sein, so, aber irgendwie fokussiert die Kamera nicht richtig, glaube ich, oder so. Yo, Ben. Danke, Fax TV. Weißt du, wo Isabel ist? Was? Wer? Egal, ich komme gleich vorbei, ich bin in deiner Nähe. Ich bin gleich da. Wie du kommst her? Ja, hier ist schon gut, ich will. Was ist denn hier los? Was machst du denn hier? Danke, Bellator 59. Ist das euer Ernst? Und danke, Kingston. Was geht hier vor sich? Ich bitte um Erklärung. Hä? Meinst du? Hä? Wo kommt die denn her? Ist die hier hingeschlafen? Digga, er hat fast das gleiche Bett wie ich. Was machst du denn hier? Und wo bin ich denn hier überhaupt? Und Ben? Ja, ich weiß nicht, ob es qualitativ extra schlecht ist. Also ich meine, dass die jetzt so schlecht schauspielern, das ist natürlich schon extra. Das erkennt auch ein Kuchen-TV. Aber hat er da Kleidgel? Mies, ey. Ja, auf jeden Fall ist es klar, dass es so schlecht geschauspielert ist, aber von der Qualität her, also ich meine, du kannst ja Hilf mir wirklich sehr viel vorwerfen, ne? Aber die Qualität von deren Sendung geht ja voll fit so.
Also kameratechnisch ist das ja gut gemacht, das läuft ja auch im Fernsehen so, ne? Deswegen, das verstehe ich ja nicht. Ich glaube einfach, der hat vielleicht nicht kein besseres Equip oder so. Wobei Vic oder so ihm halt auch locker hätte eine Kamera leihen können, denke ich. Nein, wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Komm sofort mit. Komm sofort mit. Wir gehen jetzt sofort nach Hause und klären das. Ja, hier hat sich Isabelle ganz klar durch das Schlafwandeln, was sie als Vorwand genutzt hat, um in dieser Affäre mit Ben zu sein, hat sie sich ganz klar in eine Situation geraten, aus der sie so schnell nicht mehr rauskommt. Wie Mirko damit jetzt umgeht. Danke, wird, Len, zu dem Lox für den Zap. Mann, ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Dieses Schlafwandeln, das ist so eine richtige, das wird richtig. Hey, du siehst traurig aus. Digga, dieses Kamerawackeln ist auch wirklich extrem, Alter. Keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob euch das genauso stört. Also ich habe mir jetzt ja für meine Videos habe ich mir so ein elektronisches Gimbal geholt, also was halt so einen Motor hat, was dann automatisch so stiller hält auf jeden Fall. Und keine Ahnung, seitdem ich das habe und selber einsetze und ich halt diesen Unterschied bei meinen eigenen Videos so merke, merke ich es halt selber viel extremer bei anderen so. Und das gerade war ja wirklich so, Digga, wer hat das gefilmt, Mann? Was hat er da gemacht? Setz dich mal hier hin. Nee, ich hab grad kein... Setz dich hier hin! Ja, das ist schon wieder eigentlich ganz lustig. Ja. Du weißt schon, dass sie dich verarschen, ne? Nein, was verarschen? Meine Freundin, die schlafwandelt. Nein, die verarscht dich. Ich hab das gegoogelt. Das kann auch passieren, dass die mal in andere Häuser reingehen. Nein, nein, nein. Danke, Tim, Einzelner, für den Zapf. Vielen Dank. Meinst du, die verarschen mich wirklich? Wie kommst du da drauf? Also, ich weiß das. Ich vertraue denen doch. Das sind doch meine Freunde. Ich weiß das. Du weißt das. Ich weiß das einfach. Ich kann dir so nicht glauben. Ich doch. Nein. Ich kann dir nicht glauben. Ich werde es dir beweisen. Triff mich morgen hier um 13 Uhr. Und ich werde dir einen Beweis liefern. Also ich meine, ich finde halt auch, dass die Konversationen sind doch überhaupt nicht durchdacht so. Also ich meine, würde es nie bei Hilf mir laufen, so. Kann sein, dass das vielleicht auch ein bisschen extra trashy ist, so. Aber ich weiß nicht, ich finde bei einer Parodie, das sollte ja schon so an das Original auch so lustig angelehnt sein, so. Und ich weiß nicht, also ich finde das jetzt langweilig. Und ich meine, ich bin Experte, ja. Auf wie viele Hilf mir Folgen habe ich schon reagiert in dem Stream, ja? Alle. Ja, also ich kenne mich da halt wirklich aus. Ich weiß nicht, ich finde es eigentlich wirklich schade, weil ich finde eigentlich, Cengiz ist eigentlich relativ lustig so, ne? Ich feiere den jetzt nicht so krass, aber hat auf jeden Fall Humor. Vic genauso. Die Lea kenne ich nicht, keine Ahnung, wer das ist. Und Nick Beats ist eigentlich auch relativ cool drauf, so, ne? Finde ich schade, hat man wirklich Potenzial liegen gelassen, so. Da muss man halt ein paar Drums neu reinmachen, ne? Die Snares hätten halt 3/4-Achtel-Takt sein müssen, ne? Und dann noch ein paar Basslines so, ne? Dann die Snare natürlich nochmal ein bisschen in den Vordergrund auch, ne? Und ein bisschen Autotune vielleicht, dann wäre das halt was gewesen, ne? Und der 3x-Oszillator fehlt halt. Muss man einfach so sagen. Irgendwo müssen die doch sein. Scheiße, ich muss näher. Nicht ran. Nick, sondern Nick. Nee, Digga. Ich entscheide, wie der heißt. Irgendwann haben sie gesagt, scheiße, okay, dann ist das hier. Aber das ist doch so schwer, dass ich noch näher, Mist. Aber voll schön da, Alter. Wo ist das? Da will ich mal hin. Ich hab gewährt, dass du jetzt mal 50 brauchst. Also, ist ja schon widerlich, wenn man genau. Das feiere ich aber schon wieder, dass sie das nicht merken, ist sehr lustig. Okay, das feiere ich schon wieder. Das ist so die erste Szene, wo ich so sage, ja Mann, okay. Mann, ich will diese Geschichte echt wahrhaben, aber ich vertraue den beiden ja, aber letztendlich fühle ich mich trotzdem ein bisschen so, als ob ich nicht alles weiß. Mann, vielleicht ist es doch eine gute Idee, wenn ich den weisen Mann aufsuche. Ey, da bist du ja! Hey, Hier, ich hab Fotos gemacht. Ich würde vorher noch sagen, ich glaube wirklich, dass es mit dem Schlafwandeln was auf sich hat und, ich wollte... Dankeschön, Dewey Patrick 1 für den Sub. So weißt du was, unwissend. Weißt du was ich nicht weiß? Ja, du bist so unwissend. Was? Hier, das wird dich aus den Socken hauen. Schau. Zappalot nochmal. Und hier. Das kann nicht wahr sein. Ich will kurz was sagen. Wir haben was zu essen bestellt in so einer Kids-Menü-Ding und ich habe das hier bekommen von Star Wars. Da kann ich Nachtzeichen und Tic-Tac-Toe spielen. 3-mal. Wow, danke. Dann habe ich ein Puzzle bekommen. Darüber hinaus noch Sticker.
Ich hasse es, Digga. Ich weiß immer nicht, was ich damit anfangen soll. Dann ein Schlüsselanhänger, wo man seinen Namen eintragen kann. Guckt ihr euch an, wie geil ist der, Alter? Warte, macht der irgendwas? Weiß ich nicht. Nee, irgendwie nicht, ne? Okay, ist einfach nur so ein Schlüsselanhänger. Und ein Lineal. Damit kann ich meinen Penis abmessen. Ein Star Wars Lineal. Wisst ihr, wie viel das wert ist? Und ein Stift. Und der ist schon angespitzt. Das ist heftig, Alter. Normalerweise kriegt man solche Stifte halt immer nur unangespitzt. Was? Das sind ja die beiden. Ja. Und die schlafen ja nicht. Ja. Siehste? Du kannst niemandem vertrauen. Oh nein, ich muss los. Ich muss los. Ganz klar möchte Mirko hier seinen Glauben an seine Freundschaft nicht aufgeben. Ganz klar, dass dieses enge Band jetzt nicht dadurch zerstört werden möchte von ihm, dass er das Vertrauen zu seinem Freund verliert. Vor allem das Lineal ist 14 cm lang. Ist nicht jedes Lineal auf dieser Welt 15 cm? Warum ist das 14? Das triggert mich gerade extrem, Mann. Du kannst Subben über den Streamshit abonnieren, da kannst du das machen. Einmal lasse ich dich nicht davon kommen. Mann, jetzt reicht's mir wirklich, diese ganzen Lügen. Da sind sie ja! Da sind sie ja! Hey! Wow! Was macht ihr da? Was machst du denn? Was macht ihr da? Hä? Nein. Ich hab gesehen, ihr wart wach. Ich glaub euch gar nichts mehr. Ich hab Beweisfotos gesehen, wo ihr zusammen euch getroffen habt. Wie erklärt ihr mir denn das? Ben, sag doch was! Dann haben wir da geschlafen. Ben. Wie, was geschlafen? Ja, vielleicht... Ich kann das nicht. Du warst doch nicht ohne Grund bei ihm! Okay, wir müssen jetzt die Wahrheit sagen. Bist du dir sicher? Ich bin mir sicher. Okay. Das Ding ist halt, ich bin halt auch Schlafwandler. Und irgendwie wache ich immer neben ihr auf. Ja. Und sie wacht immer neben mir auf. Und ich weiß nicht, wie sowas passiert. das feiere ich eigentlich auch schon wieder, weil das halt so dumm ist. Wir sind halt auch unter den anonymen Schlafwandlern. Ja. Deswegen wollten wir dir das nicht sagen, weil... Irgendwie das ist halt schon peinlich. Ja, wir kriegen das so geregelt. Und das soll ich euch glauben? Ich habe eine Urkunde irgendwo. Für die anonymen Schlafwandler. Ja, wir kriegen da mal so Stempel, dass wir da waren. Die können wir dir zeigen. Ja. Und ich glaube, weil wir uns da kennengelernt haben, so passiert das einfach so. Keine Ahnung. Das ist so mystisch. Mann, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht und... Ja, okay, jetzt ist es aber schon wieder zu lange irgendwie. Betrügt. Digga, nein. Nein, ich würde dich niemals betrügen. Ich glaube dir. Bro. Ich will doch gar nichts von Ben. Okay. Komm. Gut. Komm, wir gehen nach Hause. Wir finden eine Lösung. Tschüss, wir finden eine Lösung, oder? Ja. Wir finden eine Lösung. Gut, also ein, zwei Szenen fand ich tatsächlich relativ lustig, aber... Naja, also was soll ich sagen? Ich persönlich fand das jetzt nicht wirklich sehr lustig so. Vic und die Alte haben dieselbe Haarfarbe, lol, echt? Ja. Ich will das nicht sagen. Stimmt. Ach, Menstruation White. Was soll ich sagen? Also ich finde es halt nicht so wirklich lustig, ist nicht so mein Humor. Ein, zwei Szenen ging auf jeden Fall fit, aber ja, ansonsten war es keine gute Nachmache, so finde ich. Also fand ich jetzt nicht wirklich lustig, so muss ich sagen. Deswegen